Gut. Außenposten sind gefahren zu in die Höhe. Okay. Condorcets Manuskript. Der Marquis de Condorcet war ein großer Denker der Revolution. Er war ein mächtiger Girondist und Mitglied der Nationalversammlung. Als die Girondisten die Macht verloren, warf man ihm Verrat vor und er musste untertauchen. Im Jahr 1794 versuchte er aus Paris zu fliehen, doch er wurde geschnappt und zwei Tage später fand man ihn unter mysteriösen Umständen tot in seiner Zelle vor. Vielleicht wurde er von jenen ermordet, die auf der Suche nach seinem letzten Manuskript waren. Das Manuskriptentwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes des Marquis de Condorcet, das 1795 nach seinem Tod veröffentlicht wurde, war ein wichtiges Werk der Aufklärungsphilosophie. Es stellt kurz und bündig die Vorstellung dar, dass sich der Mensch durch Wissen zu einem perfekten Wesen entwickelt, dass man andere durch Bildung besseren, perfekteren Menschen machen könne. Dieser Mythos ist heute größtenteils widerlegt. Die Templer schätzten das Gedankengut der Aufklärung nicht sonderlich. Warum sollten sie auch? Es könnte zu einem schlechten Gewissen führen, wenn sie die Masse versklaven. Vermutlich haben sie Condorcet sogar selbst umbringen lassen. Naja. Ich habe gedacht, er speichert jetzt, nachdem ich das gelesen habe. Weil... weil der Spiele die Truhe ist voll. Nicht die Wanne, sondern die Truhe. Bezirk Basilika. Verdammte Scheiße! Cool. Ja, komm gut. Verdammte Scheiße! Na? Wein, ihr sollt nicht saufen im Dienst. Ja, noch ums Haus drumherum. Welche Freude, Arno. Und da sind wir auch schon. Ein Schatten der Vergangenheit. Elise einholen. Bonsoir. Geschlossen. Oh, jemand hat nach dir gesucht. Wer? Der Marquis? Elise? Elise! Halt! Elise! Halt! Elise! Nicht. Ich suchte nach euch, Monsieur. Leon ist wieder zu Hause. Viel Glück mit ihm. Ich hatte einen Sohn. Tut mir leid. Nein, er lebt noch. Ich verließ ihn. Das Waisenhaus öffnete ich später. Das ist Liebe. Liebe kann ein Gefängnis sein. Sein Vater lehrte mich das. Ja, das Waisenhaus. Das ist meine Bestimmung. Leon sagte, ihr hättet Frankreich retten können. Kinder. Madame Margot? Er ist hinter dem Waisenhaus.
Hinter dem Waisenhaus. Ach, mein Freund. Hallo. Tach. Was treibt er da? Kleiner Mann? Noch 3 Tage, bis mein Schiff in See sticht. Ja, na und? Ich hole das Artefakt. Und dann bin ich weg. Schön. Aber wie? Hast du etwa eine Karte, die zum Tempel führt? Die Liste der Relikte. Die Malereien in der Höhle. Ich wusste doch, dass ich die kannte. Sieh mal, hier. Aber dieses hier fehlt. Ich meine das ernst. Ah, Moorsi. Komm in mein Zimmer, sobald du die 2 hast. Oui, Monsieur. Kinder. Oui, Monsieur. Ach, das war's schon. Okay. Hä? Was hat die da gerade gemacht? Gerade wollte ich sagen, wo ist die Karte? Die Notizen des Dom Perrier. Auf den ersten Seiten sind 3 Platten erwähnt. Von 2 hat sich Dom Perrier die Fundorte notiert, die 3. ist verschollen. Sie sind der Schlüssel, um das zu finden, was Napoleon so dringend in seinen Händen halten will. Dom Perrier ist auch noch auf mehr gestoßen als nur die Platten. Abt Suger, Architekt der Basilika und Bischof von St. Denis, erbaute diese Kirche auf den Überresten des Tempels von St. Denis, einem heiligen Ort, der, wie er behauptet, die Macht Gottes beherbergt. Suger schmiedete ein außergewöhnliches Schwert in Form eines Adlers und ließ es dann von jener Macht segnen, woraufhin es von einer wundersamen Kraft erfüllt wurde. Dom Perrier erwähnt anschließend noch weitere Notizen, die er in einem kleinen Raum zwischen den beiden Türmen der Basilika aufbewahrte. Okay. Hostienteller. Ein Hostienteller ist ein kleiner Teller oder eine kleine Schale, in der die Hostien für das Abendmahl aufbewahrt werden. Er besteht gewöhnlich aus wertvollem Metall. In der Sammlung der Basilika von St. Denis scheint es mehrere Hostienteller zu geben. 3 davon führen zum Tempel. Dom Perriers Notiz in der Basilika lesen. Oh, 47 von 50. Cool. Ich bin verwirrt. Das sieht doch aus wie Notre Dame. Wir gehen uns mal klammheimlich die Truhe holen. Conscience, crois-moi.
Hätte mich doch gewundert, wenn die nicht bewacht wird. Oder bewacht würde. Ihr habt doch mal ordentlich Deutsch gelernt. Ordentlich haben wir Deutsch gelernt. Warum springt er von einer Säule zur anderen? Ah, so will der das haben. Okay. Aha, interessant. Och, Menü. Müssen wir uns wieder den Kopf zerbrechen, wie wir da hochkommen. Aber hier gibt es nirgends so eine Aufzüge. Das finde ich doof. Weil wenn wir hier hochklettern... Lass mal los. So. Ah, genau. So. Hier kommen wir bestimmt weiter. Bestimmt. Scheiß Dreck. Zerbreche ich mir hier den Kopf, wie wir da hochkommen oder was? So, wenn ich euer Ernst. Ich hab's gefunden! Wo es hochgeht. Tja, was machen wir nun? Jetzt haben wir hier noch eine Quest. Ich bin bei dir! Ist doch scheiße, wenn ich den hier sehen kann. Ach, Mann.
Bin ich zu hoch? Toll. Scheiße, bin ich falsch. Nee, doch nicht. Bin doch nicht falsch. Ein Auszug aus Dom Boyers Notizen. Suchet war ein religiöser Mann, gewissenhaft bis zum Schluss, der sich mit den Geheimnissen von Franciade bestens auskannte. Ich fand einen Teil seines Testaments, das seine Erben seit Jahrhunderten versteckt hielten. Nur eine Revolution konnte solche Geheimnisse zutage fördern. Die Seiten sind äußerst faszinierend. Suchet behauptet darin, die Stadt sei geschützt durch die Macht eines alten Apparats, der von Gott gemacht sei. Verschlossen mit Schlüsseln, die so versteckt sind, dass ein böser Mensch sie niemals fände, ein Gläubiger jedoch mit Leichtigkeit. Zunächst sind da die Platten. Der Tempel von St. Denis ist damit versiegelt worden und Mönche wachten über sie. Während des Grabraubes kamen sie abhanden. Zwei der derzeitigen Besitzer von Suchets Schriftrollen konnte ich ausfindig machen und ihr Inhalt führte mich zu den Platten. Die übrigen Schriftrollen enthüllten jedoch etwas anderes. Eine seit Jahrhunderten ungenutzte Kammer in der Basilika hat Gravuren an den Wänden, deren Bedeutung mir erst klar wurde, nachdem ich Suchets Notizen in der Bibliothek der Basilika fand. Die Gravuren sind der Schlüssel zu Suchets Adler, einem Schwert, welches der Mensch geschmiedet und in das Feuer unseres Herrn getaucht hat. Göttliche Symbole schützen es und nur Bußfertige sollen sie lesen können. Sie bleiben mir verborgen, irgendein Geheimnis. Mir bleibt womöglich nicht die Zeit, die Schriftrollen voll und ganz zu entschlüsseln, um sie aufzudecken. Die Basilika baute er mit Hilfe des architektonischen Wissens aus dem Inneren des Feuers, um das Schwert zu beschützen. Möge also der Mechanismus, der sein Geheimnis nun seit bereits 500 Jahren so gut bewahrt, auch weiterhin sein Werk verrichten. Denn der Adler von St. Denis darf nicht dem Bösen in die Hände fallen. Okay. Mal gucken, ob wir an die Mütze da oben rankommen. Müsste eigentlich machbar sein. Ich hab's gerade ein bisschen im Hals, sorry. Nein! Scheiße. Das war doch falsch. Mensch. Geht mir nicht auf den Sack. Ich hab gerade keine Zeit für euch. Nein, ja, genau, vorbei dort. Genau, genau, genau. Und weiter geht's. Hopp, 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 hopp. Da muss ich hin. Genau. Ne, das ist jetzt nur Ernst. So hat er das Ding jetzt nicht mitgenommen. Spring doch einfach. Jetzt aber! Geht doch!
Nochmal da hoch. Sujets Schriftrollen sind über ganz Franciade verteilt, zurückgelassen von ihren gottesfürchtigen Hütern, nachdem ihre Gemeinden aufgelöst wurden. Finden Sie die Schriftrollen und folgen Sie den Hinweisen zu Sujets Symbolen. Ist ein Symbol entdeckt, erscheint es auf der Turmwand. Sammeln Sie alle Symbole, um das Geheimnis von Sujets Erbe zu lüften. Jetzt noch mal gar nichts. Der letzte Wille. Also, wir müssen auf alle Fälle noch höher. Okay.